Manchmal passiert es, dass von einem Paar Socken nach dem Waschen nur noch eine Socke aus der Waschmaschine herauskommt. Da fragt man sich, ist es möglich, dass Socken in der Waschmaschine verschwinden können? Wenn man in die Waschmaschine reinschaut, sieht man da kleine Löcher. Vielleicht verschwinden die Socken in den Löchern. Oder hier unten am Rand. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, für die Socken zu verschwinden. Aber weil ich es einfach nicht weiß, habe ich Herrn Wellner gefragt. Er ist Waschmaschinenfachmann und er sagt, dass die Socke tatsächlich hier durch diesen Schlitz zwischen Trommel und Bottich verschwinden kann. Während des Waschvorgangs fädelt sich die Socke in die Ritze ein und ist dann weg. Um zu sehen, wo die Socke dann gelandet ist, haben wir die Waschmaschine mal geöffnet. Zuerst den Deckel abheben und das Fach für das Waschpulver entfernen. Und dann wird der Bottich an einem kleinen Kran festgemacht. Damit kann man das schwere Ding viel einfacher rausziehen. Das sollte man übrigens nicht zu Hause machen. Es sei denn, man hat einen Kran dabei. Um die Socke zu finden, muss man auch diese Verdeckung abnehmen. Und da kann man die Socke auch schon sehen. Hier zwischen Trommel und Bottich hat sie sich am Heizstab verfangen. Da hängt sie, ganz deutlich zu sehen. Manchmal kommt es vor, dass sich die Socken richtig um den Heizstab rumwickeln. Wenn die Socke da nicht gefunden wird, dann wird sie von der Hitze und der Bewegung der Trommel allmählich aufgelöst und ist dann für immer verschwunden.